Mein Name ist Fabio und heute gibt es so ein paar Missionen noch. Wenn es heute ein paar Missionen gibt, dann kann es tatsächlich sein, also ich kaufe mir jetzt auf jeden Fall schon mal den Viehtransporter. Zwar unter Tiere, diesen Joskin Betimax RDS 7500. Den kaufe ich einmal. Der kostet auch gar nicht so viel am Tage. Dann springe ich jetzt in den Kollegen und fahre mal nach Süden und gehe mal gucken, inwiefern das da unten jetzt der Schweinestall bzw. der Schafstall ist, wie ich ihn haben will. Und da muss ich auch noch mal gucken, wo ich überhaupt Schafe kaufe und all sowas. Weil ich davon auch noch keine Ahnung habe, weil ich erstens mit dem neuen Kaufsystem noch gar nichts gespielt habe. Und zweitens, ich auf dieser Karte auch noch nicht gespielt habe, sondern es ist jetzt die vierte Folge auf dieser Karte. Und das ist auch alles, was ich hier gemacht habe. Ich habe eben in der Folge noch einmal kurz ein paar Screenshots gemacht für Thumbnails und solche Sachen, aber das war's dann auch. Was hat er für ein Auto? Das ist schön. Und es ist auch schön weiß. So, wo muss ich lang? Hep. So nach hier. Immer auch irgendwann auch nochmal eine englische oder australische Karte wünschen, die dann Linksverkehr hat. Hier ist ein eingetrocknetes Flusstal. Da ist irgendeine Abladestelle für irgendwas. Ah, da sind Fahrsilo. Fasiloisila, irgendwas. Haben jetzt also auch Symbole auf der Karte. Ich will mal gucken, was. Hier wie die Geräusche gehen wieder los. Ich will mal jetzt gucken, was es hier so für Fahrzeuge gibt. Oh, guck, ein Lada Niva. Das ist auch so der einzige, den ich wahrscheinlich erkenne. Hier ist jedenfalls eine Tankstelle. Und ich muss ein bisschen weiter links. Weil hier, glaube ich, der Schafstall ist, genau. Ja, die kann ich abtransportieren. Also ist das hier unten der Schafstall. Das finde ich gut. Alright, dann wo ist der Shop? Beziehungsweise das Gartencenter nicht. Getreidespeicher, nee. BGA, nee. Ach, da oben. Das heißt, ich fahre jetzt ungefähr zurück zum Hof. Und dann gucke ich mal, ob ich den Viehanhänger überhaupt mit denen ziehen kann. So, ich fahre natürlich, wie es sich gehört, im Kreisverkehr. Gehört Verkehr gesagt habe. Nein, auf dem Level der Witze bewege ich mich nicht. Ich doch nicht. Deswegen halte ich auch hier an, weil ich so vorbildhaft bin. Und blinke und all sowas. Schulterblick und dieses ganze Zeug. Fahre auch nicht zu so schnell. Ich war auch immer schön auf meiner Spur. Und all diese Sachen, die das Leben für alle schöner machen. Das ist mein Hof. Ich hätte da eigentlich rüberspringen müssen. Das wäre was gewesen. Hier sollte ich aber wirklich mal ein bisschen bremsen. Hier ist eine durchgezogene Linie. Da darf ich hier rüberfahren. Da darf ich überholen. Da kommt mir ein LKW entgegen. Ich weiche natürlich von der Spur. Ich glaube, ich muss hier rechts rein. Ja, hier ist doch schon der Shop. Ach ja. Das hier übrigens, dass man da reinfahren kann, ne? Das finde ich extrem geil. Ja, sieht so aus, als könnte ich tatsächlich den damit ziehen. Ja. Ich glaube, ich brauche ein größeres, schwereres Fahrzeug dafür. Egal. Ich fahre jetzt. Wo fahre ich jetzt lang? Querfeldein nach links. Okay, hier hinter ist irgendwo eine Straße. Die möchte ich gerne nehmen. Dort ist ein Feldweg. Dann komme ich nämlich da an dem See vorbei oder an der Quelle oder was das ist. Wow.
kaufen mir vielleicht. Ich weiß, ich habe halt auch keine Ahnung, wie teuer Schweine und Schafe und all sowas hier ist. So, was will der von mir? Will der kurz, dass ich ihm. Er will da auf jeden Fall, dass ich speichere. Und dann, was könnte er noch wollen? Helfer C ist fertig. Das ist gut. 17 Minuten ist zu viel. Okay, der hat auch keine anderen Fahrzeuge für mich. Also. Ich habe mich immer noch nicht hingesetzt und mal ausgerechnet, wie viel Geld ich pro Zeit kriege und welche Konfiguration in etwa die effizienteste wäre. So, ich kann nur hoch, aber ich kann keine Kurve. Und ich kann dadurch die Begrenzer-Dinger irgendwas durchfahren. So, hier ist übrigens Linksverkehr. Und da irgendwo, ja, da vorne die nächste Straße rechts. Die nicht, sondern die dort. Die müsste ich reinfahren. Da ist auch das Getreidelager. Da, wo ich bisher immer Mais verkauft habe. Ich Mais nicht mag. Gefällt mir meistens nicht. Ich glaube, ich habe den sogar schon mal gebracht, ne? Er wird nicht lustiger. Wheelie, woohoo. So, Hilfe. Ah, hier kann ich das Teammenü öffnen. Och nee, ne? Das ist jetzt natürlich irgendwie schon scheiße. Oha. Dieses Auto. Der Motor scheint recht hoch zu drehen. Aber überhaupt keinen Drehmoment zu haben. So. Nee, er hat extrem viel Drehmoment. Hä? Keine Ahnung. Schaf kostet 4000. Kuh kostet 5000. Uiuiui. Gut, dann lasse ich den erstmal hier stehen. Hoffe, dass er nicht geklaut wird. Das wäre eigentlich auch nochmal eine Sache, dass Sachen geklaut werden können. So, jetzt will ich aber nochmal was wissen. Und zwar, wenn ich jetzt diesen Baum hier fälle. Ich glaube, die haben das Original Baummodell einfach nur weiter in die Erde geschoben, um dann das so wirken zu lassen, irgendwie als wäre es kürzer. So, jetzt gehe ich mal mit dem Pickup. Wo ist er? Hier. So, mit dem gehe ich jetzt bei und schieb den mal da rein. Und ich erwarte jetzt, Geld davon zu kriegen. Und zwar mehr, als wenn ich das in kleinen Stückchen verkaufe. Ja, 350. Hey. Viel mehr war es nicht. Es war überhaupt immer noch nicht viel. Ich sollte auf die andere Seite von. Ah, Mann. Von dem komischen Kanal. Der. Ah, nee, da links ist noch. Ah. Oh. Da links ist ja noch einer. Muss ich hier. Nein. Ich fahre hier aber auch gerade einen Scheiß zusammen schon wieder. Ach, hier komme ich jetzt hin. Ah, nee, doch nicht. War doch nicht da, wo ich dachte, dass es da wäre. Alright, dann gehe ich nochmal gucken, ob jetzt irgendwer eine Mission für mich hat, die nicht allzu lang ist. Und zwar Feld 20 zum Beispiel. Das sieht schön klein aus. Das könnte kleine Missionen für mich haben. Es ist bestimmt Düngen oder sowas. So. Die meisten Leute haben irgendwie Düngenaufträge für mich. Sehen darf ich noch nicht. Das lassen mich noch nicht. Hey, ich darf düngen, wer hätte es gedacht? Woohoo! Und zwar im steire Multi. So, wird wahrscheinlich so 4-5 Minuten dauern. Das füllt die Folge perfekt aus. Will ich mal dieses extra Getreidetank-Dingens. Habe ich, muss ich sagen, auch noch nie benutzt. Noch gar nicht. Und den kurbel ich natürlich. Ach nee, ich doch nicht von der anderen Seite aus. X. Die ist wahrscheinlich noch gar nicht so groß. Nee, ist sie auch nicht. Sehr diese kleinen Spritzen jetzt noch auswerten, das bringt's echt. Senken.
und anschalten und let's go. Da kommt nicht irgendeine vergiftete Drecksscheiße raus, sondern die. Ich dusche die Pflanzen jetzt. Natürlich benutze ich auch Head and Shoulders. Nein, keine Ahnung. Es ist keine Werbung für Head and Shoulders. Ich benutze nur Head and Shoulders, weil es das einzige ist, was ich vertrage. So. Aber ich mache keine Werbung. Ich bin ja nicht. Bitte beliebige, sehr viel versteckte Produkt platzierende Personen hier einfügen. Dann kann ich nicht sagen, dass ich irgendwelche Leute beleidigt habe. Oder kann keiner über mich sagen, dass ich irgendwelche Leute beleidigt habe oder angegriffen habe. Sondern jeder zieht hier seine eigenen Schlüsse. Immanuel Kant, glaube ich. Ich glaube, dass es Kant war. Was hat er noch gesagt? Wage zu wissen oder sowas? Ich habe es vergessen. Ich habe das Zitat vergessen. Meine Güte. Das ist eins der größten und bekanntesten Aufklärerzitate, die es gibt. Weltweit. Universumsweit. Wobei Universum, das ist noch eine umstrittene Sache. Wäre das Universum tatsächlich unendlich, dann gäbe es auch unendlich Immanuel Kants, die sich gerade drüber lustig machen, wie ein Elefant auf die Fresse fliegt. Zum Beispiel. So, solche Sachen gibt es, wenn das Universum unendlich ist. Unendlich ist. Aber das ist viel zu deep in der Materie und auch viel zu deep in der Antimaterie drin, als dass ich da jetzt drauf eingehen kann und möchte. Sondern ich möchte mich eigentlich will ich nicht über Astrophysik und normale in Anführungsstrichen Physik reden, sondern eigentlich will ich nur dieses Feld düngen. Mehr will ich doch gar nicht. Und dann mein Geld verdienen und dann bin ich zufrieden. Und dann war es das auch. Dann halte ich meine Fresse, weil dann die Folge auch zu Ende ist. Und gehe dann in der nächsten Folge, komme dann wieder her und mache wieder irgendwas Tolles, Neues. Wie zum Beispiel ein Schaf kaufen. Aber ich kann auch nur eins kaufen, weil ich nicht mehr Geld für mehr habe. Wie viel haben Schafe haben doch im LS15 irgendwie nur 700 oder sowas gekostet, ne? Voll krass, wie teuer die geworden sind. Oder eine Kuh hat 2000 gekostet, jetzt kostet die 5000. Das ist, sind die Kühe irgendwie seltener geworden, dass sie so einen krassen Preisanstieg gemacht haben? Oder was ist mit denen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es aber gerne wissen. Was ich aber weiß und ich wissen möchte, ist, dass ich immer noch eine Mal hier die Pflanzen duschen muss, damit das Feld fertig ist hier. Und dann werde ich in der nächsten Folge mal das Feld 15, ich gehe davon aus, dass ich es ernten muss, dass ich es dann ernten werde und mir so meinen very eigenen Düngeschleuder erkaufen kann und damit meinen Ertrag steigern kann. Ich finde auch so eine Düngespritze ist das erste, was man sich kaufen sollte. Wo ist jetzt mein Voiture? Hier. Ja, damit bedanke ich mich für diese Folge. Ich bedanke mich, dass ich sie halten durfte. Bedanke mich. Danke. Der hat noch andere. 14.000, 20.000. Das mache ich. Ah ne, hier kann ich jetzt das schön rechnen. Okay, dann rechne ich jetzt mal kurz ein bisschen und guck mal, wie viel ich dafür Dingens. Ja, du weißt schon. Was für ein Mustache er hat, ne? Ach, sieht man eigentlich so meine Maus? Ah ne, puh. Das wäre natürlich katastrophal gewesen. Okay, jedenfalls bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.